Ich möchte drei skandinavische Filme gern vorstellen. In allen dreien geht es auch um ein historisches Sujet, ein historisches Thema. Ob jetzt wahre Personen oder wahre in Wirklichkeit geschehen, ist es dahingestellt. Aber es sind drei Filme, einmal aus Finnland, aus Dänemark und aus Norwegen. Der erste ist Der glücklichste Tag des Olli Meki aus Finnland. Der läuft in der Reihe Cinevision, ist und von Juho Kuusmanen ist der Regisseur. Es geht um einen Boxer in den 50er, 60er Jahren. Der hatte die Chance, gegen einen Amerikaner zu boxen um den Weltmeistertitel und es lief leider nicht ganz so gut. Aber wie der Filmtitel schon sagt, das war vielleicht doch der glücklichste Tag seines Lebens. Wie sich das auflöst, ich würde es mir auf jeden Fall anschauen und es hat viel finnischen Humor und der Blick der Finnen auf die Welt ist halt immer wieder ein ganz besonderer. Der zweite Film heißt Satisfaction 1720. Der kommt aus Dänemark. Und hier springen wir ins Jahr 1720. Die Kriege auf der See sind gerade vorbei und der König hat leider auch nicht vor, irgendwelche neue Kriege anzuzetteln. Und da geht es um einen Admiral, der plötzlich arbeitslos ist und sich wundert, was fange ich denn jetzt mit meinem Leben an? Und er findet eine sehr außergewöhnliche neue Rolle für sich. Er schnappt sich seinen Kammerdiener und geht so auf so eine Art Tour. Also wie so ein Rockstar tourt er mit seinen Heldengeschichten durch die Gegend, hat Merchandise dabei und alles Mögliche. Eine sehr chaotische, lustige Geschichte. Ist von Henrik Ruben Lenz, läuft in der Reihe Spotlight und David Dencik ist dabei, den wir letztes Jahr bei Men und Chicken hier in München erleben durften. Der dritte Film kommt aus Norwegen. Es ist ein Dokumentarfilm namens Magnus. Der ist von Benjamin Rees und läuft in der Reihe International Independence. Und da geht es um eine wahre Persönlichkeit. Magnus Carlsson hat schon in seiner Kindheit sich in den Kopf gesetzt, Schachweltmeister zu werden. Und er ist es schließlich auch geworden. Er wurde zum jüngsten Schachweltmeister sogar. Und es ist eine sehr berührende Geschichte. Man ist nah am Charakter dran. Man erlebt alle Höhen und Tiefen seiner Karriere mit. Und man ist letztendlich sehr gespannt, wie diese wahre Geschichte verläuft, wie sie ausgeht. Und ja, meine drei Tipps. Schaut sie an.